Ich möchte beginnen mit einem Blick auf die internationale Situation und den Blick etwas heben, weil wenn man sich die letzten Jahre ansieht, gab es international zahlreiche Massenbewegungen, die sich rund um die Frauenfrage entwickelt haben. In Argentinien gab es einen jahrelangen Kampf der sogenannten grünen Welle für das Abtreibungsrecht und es konnte im letzten Dezember ein wichtiger Etappensieg errungen werden, als die Abtreibung entkriminalisiert wurde. In Mexiko, wo Frauenmorde und Gewalt an Frauen eine regelrechte Pandemie sind, gab es Millionen Aufmärsche unter dem Schlagwort Ni una menos, nicht eine weniger von uns und keine soll der Gewalt zum Opfer fallen. In Polen sehen wir seit Monaten Mobilisierungen, auch hier zur Frage des fast vollständigen Abtreibungsverbots, das die rechte PiS-Regierung dort durchgesetzt hat. Und wir haben dieses Wochenende, wie schon erwähnt wurde, eine Genossin aus Polen zu Gast, die einen Workshop zu dieser Bewegung halten wird. Und das sind aber nur einige wenige Beispiele für diese Bewegungen. Es ist deshalb eine gerechtfertigte Frage, sehen wir hier eine neue globale Frauenbewegung? Und wenn man sich das geschichtlich anschaut, muss man sagen, dass historisch gesehen die Frauenbewegungen immer Ausdruck von einem generellen Aufschwung des Klassenkampfes in der Gesellschaft waren. Der Frauentag selber entstand in der Geschichte im Zuge des Aufstiegs der großen Arbeiterbewegungen am Ende des 19. Jahrhunderts, als sich in zahlreichen Ländern große Arbeiterparteien und Gewerkschaften gegründet haben. Der Frauentag wurde geboren als ein Kampftag, der begleitet war von Streiks und Protesten. Das waren die Methoden der proletarischen Frauenbewegung, die sich damals bewusst von den bürgerlichen Frauen und den Suffragetten abgrenzte. Diese Trennung der Frauenbewegung entlang von Klassengrenzen war damals gegenseitig und sehr bewusst vollzogen. Auch die bürgerlichen Frauen wollten mit den Arbeiterfrauen nicht viel zu tun haben. Der Bund Deutscher Frauenvereine, gegründet in den 1890er Jahren von bürgerlichen Frauen, lehnte beispielsweise die Aufnahme von Arbeiterinnenvereinen ab. Die berühmte deutsche Revolutionärin Clara Zetkin beantwortete das damals deutlich. Sie schrieb, die deutsche Arbeiterinnenbewegung ist über die Zeit frauenrechtlerischer Harmoniedüselei längst hinaus. Jede klare proletarische Frauenorganisation ist sich bewusst, dass sie sich durch einen solchen Anschluss, gemeint sind bürgerliche Organisationen, eines Verrats an ihren Grundsätzen schuldig machen würde. Denn die bürgerlichen Frauenrechtlerinnen erstreben nur durch einen Kampf von Geschlecht zu Geschlecht, im Gegensatz zu den Männern ihrer eigenen Klasse, Reformen zugunsten des weiblichen Geschlechts innerhalb des Rahmens der bürgerlichen Gesellschaft. Sie tasten den Bestand dieser Gesellschaft selbst nicht an. Die proletarischen Frauen dagegen erstreben durch einen Kampf von Klasse zu Klasse, in enger Ideen- und Waffengemeinschaft mit den Männern ihrer Klasse, die ihre Gleichberechtigung voll und ganz anerkennen, zugunsten des gesamten Proletariats, die Beseitigung der bürgerlichen Gesellschaft. Die bürgerliche Frauenrechtlerei ist nicht mehr als Reformbewegung. Die proletarische Frauenbewegung ist revolutionär und muss revolutionär sein. Und Rosa Luxemburg fügt dem in einem anderen Artikel über das Frauenwahlrecht noch hinzu, die Frauen der besitzenden Klassen werden stets fanatische Verteidigerinnen der Ausbeutung und Knechtung des arbeitenden Volks bleiben. Der Frauentag war also nicht als Feministentag geschaffen, denn der Feminismus hat zu seiner Grundlage und zum Ausgang seiner Theorie nicht die Klassenanalyse, sondern die Frage des Patriarchats und der Frauensolidarität über Klassengrenzen hinweg. Aber wie kommt es, dass heute der Frauentag wieder ein umstrittenes Terrain ist, an dem bürgerliche und kapitalistische Kräfte genauso mitmischen wie Arbeiterinnen? Es gibt zahlreiche Artikel, in denen CEOs von Konzernen und sogar Königinnen wie Queen Elizabeth als vorbildliche Feministinnen beschrieben werden, die sich am Frauentag in Lippenbekenntnissen für Gleichberechtigung aussprechen. Und die Medien drucken jährlich zum Frauentag Artikel, dass Frauen in Aufsichtsräten oder in politischen Machtpositionen der Schlüssel für mehr Gleichheit seien. Wie ist also die Klassenfrage im Kampf um die Frauenbefreiung so zur Seite gedrängt worden? Und man muss klar sagen, dass die Schuld hier bei den Stalinisten und den Reformisten in der Arbeiterbewegung liegt. Sie haben den Kampf für Frauenbefreiung beiseite geschoben und insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg stiefmütterlich behandelt oder sogar direkt gegen die Interessen der Frauen gehandelt. Der Sexismus in diesen Organisationen hat viele Frauen dazu bewogen, sich außerhalb der Arbeiterorganisationen zu organisieren, um für ihre Sache zu kämpfen. Auch das wurde im Rahmen vom allgemeinen Aufschwung des Klassenkampfes deutlich. In den 1960er und 70er Jahren gab es abermals revolutionäre Bewegungen, wie den Mai 68 in Frankreich, die kolonialen Revolutionen, die Antikriegsbewegung und so weiter.
Und diese revolutionären Bewegungen wurden durch die Führung der Arbeiterorganisationen fehlgeleitet und verraten. Und auch in der Frauenfrage hatten sie keine Perspektive anzubieten. Das ist im Übrigen die Zeit, die in der feministischen Geschichtsschreibung als die zweite Welle der Frauenbewegung bezeichnet wird. Man muss sagen, dass obwohl diese Abspaltung der Frauenbewegung von der Arbeiterbewegung fehlerhaft war, hat die Frauenbewegung hier eigene neue Methoden abgetestet und auch Theorien entwickelt. Diese Theorien sind aus unserer Sicht falsch, da sie den Kampf gegen das Patriarchat getrennt vom Klassenkampf betrachten. Aber sie waren in gewisser Weise auch eine verständliche Reaktion. Aber indem der Feminismus in all seinen verschiedenen Schattierungen die Abspaltung von allem vom allgemeinen Klassenkampf befeuert und begünstigt hat, war das Einfallstor für immer sektiererische und auch bürgerliche Politik in der Frauenbewegung geöffnet. Ihre theoretische und praktische Konzipierung hat den Boden geebnet für den Weg vom Radikalfeminismus bis zur Postmoderne mit der Intersektionalitäts- oder Queer Theory, in denen die Existenz von Klassen geleugnet wird oder aber die Klassen einfach als eine Identität von vielen gesehen werden. So wird der Klassenkampf durch individuelle Einzelkämpfe ersetzt und auf Symbolpolitik wie sprachliche Reformen oder Quoten beschränkt. Wenn wir uns jetzt wieder zurück in die Gegenwart bewegen, reden wir heute von einem Aufstieg der Frauenbewegung. Zweifellos haben in diesen vielen Kämpfen, die es weltweit für Frauenrechte gibt, Feministinnen oftmals die Führungsrolle. Aber wir müssen betonen, dass wir heute in einer generell revolutionären Epoche leben und dass es nicht die Frauenbewegung gibt, die einen Aufschwung erlebt. Es gibt eine allgemeine Erhebung der Arbeiterklasse und Jugend im Kontext der massiven Krise des Kapitalismus. Und Frauen stehen hier in vielen Fällen an vorderster Front. Gerade jetzt aktuell findet in Myanmar eine Bewegung mit revolutionärem Potenzial statt. Dort gibt es Massenstreiks von Textilarbeiterinnen, die sich gegen die Militärdiktatur auflehnen. Man kann klar und deutlich sehen, dass die Situation von Frauen, die in der jetzigen Krise um ein Vielfaches verschlechtert wurde, Teil der Krise des Kapitalismus ist. Und Frauen kämpfen für ihre demokratischen Rechte, genauso wie für ihre Arbeits- und Lebensbedingungen, als Teil ihrer Klasse und auch als Frauen. Weil es ist eine Tatsache, dass Frauen im Kapitalismus besonders unterdrückt sind. Der krasseste Ausdruck davon ist diese kassierende Gewalt an Frauen und die tausenden Frauenmorde, die es jedes Jahr gibt. Erst vor etwa einer Woche wurde in Wien eine Frau von ihrem, ich glaube, ehemaligen Partner mit Benzin übergossen und angezündet. Im Jahr 2017 wurden geschätzte 87.000 Frauen weltweit aufgrund ihres Geschlechts getötet. Und mehr als die Hälfte davon von ihrem Partner oder von Familienangehörigen. Das sind 137 Frauen pro Tag, die in diesem Jahr von ihren Verwandten ermordet wurden. Seit der Pandemie gibt es weltweit Berichte davon, wie die häusliche Gewalt ansteigt. In Frankreich gab es 30% mehr gemeldete Fälle, in Argentinien 25% mehr Notrufe bei Frauenhotlines und ähnliche Zahlen gibt es für Kanada, Deutschland, Spanien, den USA, Österreich und vielen anderen Ländern. Das ist wirklich eine tief sitzende gesellschaftliche Barbarei, in der Frauen wie Objekte behandelt und zerstört werden. Dazu kommt, dass die derzeitige Krise Frauen und auch Migranten und Migrantinnen besonders trifft. Der Tourismus und der Handel sind beispielsweise Branchen, in denen viele Frauen arbeiten und die in dieser Krise besonders getroffen wurden. In einem Jahresvergleich der Arbeitslosenzahlen von Jänner gab es dieses Jahr um 42% mehr arbeitslose Frauen in Österreich als noch vor einem Jahr. Und bei Männern sind es ebenfalls ganze 25% mehr Arbeitslose. Andererseits sind Frauenberufe auch jene, in denen die Intensivierung der Arbeit am deutlichsten spürbar ist, gerade im Gesundheitsbereich und der Pflege. Der Druck auf die Familie ist durch die Lockdowns ebenfalls massiv gestiegen. Kinder, die seit Monaten nur unregelmäßig in die Schule können und oftmals zu Hause mitunterrichtet werden müssen, bedeuten eine überproportionale Mehrbelastung von Familien mit Kindern und hier besonders der Mütter. Das sind nur einige wenige Beispiele, die die tiefe Ungleichheit, die nach wie vor existiert, veranschaulichen. Aber um Frauenunterdrückung zu überwinden, müssen wir verstehen, was ihre Ursache und ihr Ursprung ist. Nur so können wir das richtige Werkzeug und die richtigen Methoden dagegen finden. Als Marxisten und Marxistinnen argumentieren wir, dass nur der Klassenkampf und der Sozialismus die Basis für die Überwindung der Frauenunterdrückung legen kann.
Und das sagen wir nicht, weil wir demagogisch einfach alles, was schlecht ist, dem Kapitalismus zuschieben und aus Prinzip immer Sozialismus schreien. Der sehr bekannte Satz, ohne Frauenbefreiung kein Sozialismus, ohne Sozialismus keine Frauenbefreiung, ist eine tiefe, objektive Wahrheit. Um die Unterdrückung vom Mensch durch den Menschen zu überwinden, muss man zunächst verstehen, woher diese Unterdrückung überhaupt kommt. Nur so kann man daraus ableiten, wie man sie beseitigen kann und mit welchen Methoden man für die Überwindung von jeglicher Unterdrückung kämpfen kann. Wir haben zum diesjährigen Frauentag ein neues Buch publiziert, einen Klassiker neu aufgelegt. Das ist Friedrich Engels, Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats. Und dieses Werk bietet genau diese Erklärung dafür. Die bahnbrechende Erkenntnis, die in diesem Buch erklärt wird, ist, dass es nicht schon immer Frauenunterdrückung gab. Frauenunterdrückung ist kein natürliches Phänomen, das aufgrund der körperlichen Unterschiede zwischen Frauen und Männern entstand. Es ist ein historisches Ereignis gewesen. Es gab tatsächlich eine sehr lange Phase in der Menschheitsgeschichte, in der wir in egalitären Gemeinschaften gelebt haben, die Engels Urkommunismus nennt. Dass Menschen für einen Großteil ihrer Existenz in egalitären Gesellschaften lebten, wird heute von etlichen archäologischen und anthropologischen Erkenntnissen auch tatsächlich bestätigt. Es wird uns heute immer erzählt, dass die menschliche Natur egoistisch und zerstörerisch ist. Aber das ist einfach falsch. Der Mensch ist im Grunde ein sehr kooperatives Wesen. Ein einzelner Mensch ist nur schwer überlebensfähig. Das, was uns stark macht, ist die Zusammenarbeit und die Solidarität. Nur wenn Menschen gemeinsam arbeiten und kooperieren, können sie ihre Lebensmittel, ihre Kleidung, die Sicherheit der Gruppe und so weiter sicherstellen. Und selbst heute im Kapitalismus, wo Konkurrenz und Gier geschürt werden, sind wir in Wahrheit auf diese Zusammenarbeit angewiesen. Wenn wir uns anschauen, die Kleider, die wir tragen, die Häuser, in denen wir leben, das Gesundheitssystem und so weiter, das sind alles Produkte der Arbeit von vielen Menschen. In den frühen menschlichen Gesellschaften gab es kein Privateigentum und auch keine Klassen. Um zu überleben, mussten alle zusammenarbeiten und es gab nicht genug Reichtum, den einige wenige an sich reißen konnten. Die menschliche Produktion war noch auf so niedrigem Niveau, dass es kein nennenswertes Mehrprodukt gab, also Produkte, die über den unmittelbaren Bedarf hinausgehen und somit auch gar keine Basis für Klassen und Ausbeutung. In diesen Gesellschaften waren Männer und Frauen nicht nur gleichgestellt, Frauen genossen auch ein sehr hohes Ansehen. In diesen frühen Gesellschaften gab es nicht wie heute fixe Ehen zwischen einem Mann und einer Frau. Beziehungen waren aller Wahrscheinlichkeit nach sehr viel fließender. Und das bedeutet auch, dass man damals bei Kindern nicht genau feststellen konnte, wer der Vater war. Das war auch gar nicht notwendig, weil diese Gesellschaften oftmals Kinder gemeinschaftlich großgezogen haben. Die Verwandtschaftsbeziehungen wurden in erster Linie über die Mutter festgestellt. Das heißt, sie waren matrilinear. Frauen hatten als diejenigen, die den Fortbestand des Stammes sicherstellten, daher eine respektierte und wichtige Stellung in der Gesellschaft. Ganz im Gegensatz zu heute, wo das Muttersein mit allen möglichen schweren gesellschaftlichen Nachteilen, Abhängigkeit vom männlichen Partner, Vorurteilen und Rollenzwängen verbunden ist. Es ist jedoch ein Missverständnis, dass Geschlechterrollen per se der Grund für unsere Unterdrückung sind. Auch in frühen Gesellschaften gab es durchaus so etwas wie Geschlechterrollen. Und es gab auch eine Arbeitsteilung, auch zwischen den Geschlechtern. Diese Arbeitsteilung war aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht sehr stark und hing halt von den konkreten Lebensumständen ab. Viele Beispiele von nomadischen Völkern, die teilweise noch bis in das jetzige Jahrhundert hinein existieren, zeigen, dass es häufig so war, dass Männer eher jagten und Frauen eher sammelten. Aber entgegen der heutigen Vorurteile war die Jagd kein höher bewerteter Arbeitsbereich, der Männern mehr Ansehen verschafft hat. Das Sammeln brachte üblicherweise den Großteil der Lebensmittel ein. Auch die Töpferei und Weberei, die oft Frauendomäne waren, gehörten zu den wichtigsten Bereichen der Gesellschaft. Und man muss auch sagen, diese Arbeitsteilung war nicht überall gleich. Zum Beispiel gibt es Funde aus dem heutigen Peru, die zeigen, dass bei Stämmen zwischen 30-50% der Frauen Jägerinnen gewesen sein dürften. Es gibt Formen der Jagd, bei denen die Beteiligung von allen Gesellschaftsmitgliedern erforderlich ist, einschließlich der Frauen und sogar Kindern. Je nach dem natürlichen Lebensraum muss es sehr unterschiedliche Formen der Arbeitsteilung gegeben haben. Es gibt aber Hinweise darauf, dass die Einführung der Landwirtschaft und die Sesshaftwerdung eine große Rolle dabei spielten, dass die geschlechtliche Arbeitsteilung wichtiger wurde.
Weil bei dieser Art der Produktion war das Zurücklegen von langen Strecken zu Fuß nicht mehr notwendig. Genauso gab es plötzlich berechenbaren und regelmäßigen Zugang zu Lebensmitteln durch den Ackerbau. Das wiederum bedeutete, dass Frauen öfter schwanger werden konnten, was wiederum heißt, dass die Einschränkung für bestimmte körperliche Tätigkeiten durch die Schwangerschaft zunahm. Archäologische Funde von weiblichen Beckenknochen belegen, dass die Sesshaftwerdung mit viel häufigeren Geburten zusammenfiel. Es ist aber wichtig festzuhalten, eine Arbeitsteilung der Geschlechter ist an und für sich noch keine Unterdrückung. Auch in Jäger- und Sammlergesellschaften, in denen es Geschlechterrollen gab, gab es dennoch keine Unterdrückung oder Ungleichbehandlung. Geschlechterrollen per se sind also nicht unterdrückerisch. Was war also aber dieser große Umbruch, mit dem die Unterdrückung der Frau, aber auch die systematische Sklaverei und die Herausbildung eines Staats anfing? Engels erklärt, dass die Frauenunterdrückung mit der Entstehung von Privateigentum zusammenfällt. Als Menschen die Technologie und Produktionsmethoden weiterentwickelt haben, gab es plötzlich genug Reichtum, um nicht nur von der Hand in den Mund zu leben. Mit der Erwirtschaftung eines bedeutsamen Mehrprodukts war die Basis gelegt für die Entstehung von Privateigentum. Von da an gab es dann plötzlich etwas, das sich lohnt, privat zu besitzen und zu vererben. Und es gab die Möglichkeit, genug Essen für sich selbst und auch noch für andere Menschen zu produzieren, deren Arbeitskraft man ausbeutet. Und mit der wirtschaftlichen Kontrolle über bestimmte Arbeitsbereiche erlangten Männer so Eigentum und damit immer mehr auch eine gesellschaftliche Macht. Und das ist die materielle Basis der Frauenunterdrückung. Männer gewannen so immer mehr ein Interesse daran, ihr Eigentum auch vererben zu können. Aber mit der matrilinearen Erbfolge hat man nie mit Sicherheit gewusst, wer der Vater ist. Und mit diesem Privateigentum entstand somit auch das Interesse, eben dieses Eigentum zu vererben und dafür die Vaterschaft abzusichern. Das heißt, die monogame Ehe mit der Frau im Haushalt wurde schrittweise durchgesetzt. Das Zeitalter der neolithischen Revolution wird als jene Zeit bezeichnet, in der Menschen sesshaft wurden und Landwirtschaft entwickelten und somit die Basis für Privateigentum gelegt wurde. Dafür gibt es auch interessante Belege. Beispielsweise erforscht die Archäologin Kate Pacentina Knochenfunde in China an alten Ausgrabungsstätten. Und anhand dieser Knochen konnte sie feststellen, dass vor 10.000 bis 9.000 Jahren Männer und Frauen sich genau gleich ernährten. Doch vor etwa 4.000 Jahren, in der Bronzezeit siedelt sie das an, wiesen Frauenknochen plötzlich Zeichen von Mangelernährung auf, was darauf hindeutet, dass die Gesellschaften davor egalitär waren, sich allerdings später die Männerherrschaft durchgesetzt hat. Engels stellte klar, dass Frauenunterdrückung nichts Natürliches ist, sondern historisch entstanden ist. Und er schreibt im Ursprung in dem Buch: Der Umsturz des Mutterrechts war die weltgeschichtliche Niederlage des weiblichen Geschlechts. Der Mann ergriff das Steuer auch im Hause. Die Frau wurde entwürdigt, geknechtet, Sklavin seiner Lust und bloßes Werkzeug der Kinderzeugung. Diese erniedrigte Stellung der Frau, wie sie namentlich bei den Griechen, der heroischen und noch mehr der klassischen Zeit offen hervortritt, ist allmählich beschönigt und verheuchelt, auch stellenweise in mildere Form gekleidet worden, beseitigt ist sie keineswegs. Aus leicht löslichen Beziehungen wurde also die Monogamie, die nur für die Frauen tatsächlich erzwungen wurde, weil Ehebruch bei Männern gesellschaftlich generell viel mehr akzeptiert wird. Wenn Engels von Monogamie spricht, meint er damit aber nicht, dass man nur einen Lebenspartner hat. Also es geht nicht darum, ob es reaktionär oder revolutionär ist, wenn sich Menschen dafür oder dagegen entscheiden, als Paar zu leben. Wie die individuelle Liebe in einer freien Gesellschaft aussehen wird und welche verschiedenen Formen sie annehmen wird, wissen wir jetzt noch nicht. Mit Monogamie meint Engels, dass Paarbeziehungen an ökonomische Zwänge gebunden sind und deshalb nicht leicht aufzulösen sind. Diese ökonomische Abhängigkeit ist auch die tiefe Wurzel für häusliche Gewalt, die dadurch normalisiert wird. Engels schreibt: Um die Treue der Frau, also die Vaterschaft der Kinder, sicherzustellen, wird die Frau der Gewalt des Mannes unbedingt überliefert. Wenn er sie tötet, so übt er nur sein Recht aus. Und er schreibt an einer anderen Stelle: Die der Zivilisation entsprechende und mit ihr definitiv zur Herrschaft kommende Familienform ist die Monogamie, die Herrschaft des Mannes über die Frau und die Einzelfamilie als wirtschaftliche Einheit der Gesellschaft. Diese Arbeitsteilung und die Entstehung von Klassen brachten aber nicht nur Unterdrückung und Ausbeutung, sondern auch massive Fortschritte in der Produktion.
Als Gesellschaft haben wir es also den heutigen Kapitalismus geschafft, genug für alle zu produzieren. Es ist theoretisch genug Reichtum da, um allen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen. Aber dieses Potenzial wird in einer Klassengesellschaft nicht verwirklicht, weil hier der Reichtum von einigen wenigen angeeignet und dafür die Mehrheit der Menschen ausgebeutet wird. Der Kapitalismus nützt also die althergebrachten Unterdrückungsformen und hat auch noch einige neue dazu erfunden. Er hat die patriarchale Vorherrschaft des Mannes aufgegriffen und die Vorstellung, dass Frauen Eigentum sind, verfestigt. Weil diese bürgerliche Familie und die Frauenunterdrückung sind ein sehr profitables Geschäft für die Kapitalisten. Dass die Frau im Heim die Hauptarbeit der Kinderbetreuung, das Kochen, das Putzen und die Altenpflege leisten soll, zahlt sich einfach aus. Engels hat, wie schon gesagt, die Familie als wirtschaftliche Einheit bezeichnet. Indem die private und die öffentliche Arbeit getrennt werden, muss man keine zusätzlichen Ausgaben für qualitativ hochwertige Kinderbetreuung, Pflegeheime, Kantinen und Volksküchen machen. Ein spärlicher Lohn für die Arbeiter und Arbeiterinnen reicht aus, damit die notwendige Hausarbeit nebenher und zwischendurch geleistet wird, zum allergrößten Teil von Frauen. Die Herausbildung einer neuen Generation von Arbeitern, die ausgebeutet werden können, wird in der Familie sichergestellt. Und gerade gegenwärtig sieht man, wie die Familie und das Private wieder voll gepusht werden. Die Schulschließungen sind ein massiver, belastender Zusatzfaktor in den zahlreichen Lockdowns. Eine Umfrage der Wirtschaftsuniversität Wien ergab zum Beispiel, dass Mütter in Paarhaushalten derzeit 9,5 Stunden Haus- und Kinderbetreuungsarbeit verrichten täglich und bei Vätern sind es 7 Stunden. Frauen, die Teilzeit arbeiten, und das ist bei arbeitenden Müttern der allergrößte Teil, verrichten täglich über 13 Stunden Arbeit, davon 7,5 Stunden im Haushalt. Und Alleinerzieherinnen, die am meisten mit Armut zu kämpfen haben, arbeiten derzeit etwa 15 Stunden täglich, davon sind 9 Stunden Haus- und Kinderbetreuungsarbeit. In Familien, die angegeben haben, dass sie sich vor der Pandemie die Hausarbeit gleichmäßig aufgeteilt haben, geben jetzt 40% an, dass die Frau die hauptsächliche Kinderbetreuungsarbeit leistet. Man stelle sich nur vor, diese ganzen Arbeitsstunden würden öffentlich und von professionellen Angestellten verrichtet werden. Der Kapitalismus braucht diese Familie also und deshalb wird die Familie auch permanent ideologisch verteidigt und idealisiert. Es gibt immer noch einen starken Druck, dass Mütter zu Hause bleiben. Ihnen wird ständig das Gefühl vermittelt, eine Rabenmutter zu sein, wenn sie arbeiten gehen, insbesondere wenn es Vollzeitarbeit ist. Und letzteres ist aber wegen der eingeschränkten Kindergartenöffnungszeiten in vielen Fällen sowieso realistisch gar nicht möglich. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Der Kapitalismus ist ein extrem widersprüchliches System, der ständig seine eigene Logik untergräbt. Weil obwohl der Kapitalismus einerseits die Familie braucht, erodiert er auf der anderen Seite die Grundlage der Familie permanent. Wer das gelesen hat, das Kommunistische Manifest, ein marxistischer Klassiker, der hat darin gelesen, je mehr die moderne Industrie sich entwickelt, desto mehr wird die Arbeit der Männer durch die der Weiber verdrängt. Geschlechts- und Altersunterschiede haben keine gesellschaftliche Geltung mehr für die Arbeiterklasse. Es gibt nur noch Arbeitsinstrumente, die je nach Alter und Geschlecht verschiedene Kosten machen. Das heißt, der Kapitalismus hat ein Interesse daran, dass Frauen ebenfalls Lohnarbeiterinnen sind. Natürlich insbesondere dann, wenn die Wirtschaft brummt und neue Arbeitskräfte benötigt werden. Und da die Frauenarbeit aber immer als Zusatzverdienst zu dem vom Mann gesehen wird, sind sogenannte Frauenberufe schlechter bezahlt und haben niedrigeres gesellschaftliches Ansehen. Frauen dienen so als Lohndrückerinnen, um das generelle Lohnniveau zu senken. Die besten Beispiele sind der Tourismus, die 24-Stunden-Pflege oder die Kindergartenpädagogik, wo die Löhne erbärmlich niedrig sind und die Belegschaft überwiegend weiblich und oft migrantisch ist. So wird das allgemeine Lohnniveau gedrückt und gleichzeitig ein angeblicher Fachkräftemangel produziert. Diese Reservearmee von Arbeiterinnen wird in den Arbeitsmarkt geholt, wenn sie gebraucht wird, und als erstes wieder ins Heim und an den Herd geschickt, wenn die Krise kommt. Trotzdem ist es aber insgesamt die Tatsache, dass immer mehr Frauen arbeiten, aus Sicht der Marxistinnen und Marxisten extrem positiv. Denn so wird die Frau zum ersten Mal seit ihrer Unterdrückung massenhaft Teil der öffentlichen Produktion. Und als Arbeiterinnen haben sie genau wie die Männer ihrer Klasse eine Macht, nämlich die Macht der Arbeiterklasse. Ohne die Arbeiterinnen und Arbeiter dreht sich kein Rad in der Gesellschaft. Wenn wir streiken, verhindern wir direkt, dass die Profitmaschinerie weiterläuft.
Die Arbeiterklasse ist die Kraft in der Gesellschaft, die das jetzige System stürzen kann. Wenn wir die großen Kapitalisten enteignen und die Betriebe, Firmen und Banken unter unsere eigene Kontrolle stellen, dann bestimmen wir, was mit dem Reichtum in der Gesellschaft passiert. Das ist die Macht der Arbeiterinnen, der Frau als Teil der Arbeiterklasse. Und als Teil der Arbeiterklasse, und wenn man gemeinsam für die eigenen Interessen kämpft, entwickelt man auch ein Gefühl für die eigene Stärke. Frauen sind nicht mehr alleine und isoliert im Heim und ökonomisch abhängig von ihrem Partner. Sie können sich die effektivste und beste Kampfform selbst aneignen. Und das ist der Klassenkampf. Und genau deshalb schreibt Engels im Ursprung der Familie auch Folgendes. Hier zeigt sich schon, dass die Befreiung der Frau, ihre Gleichstellung mit dem Manne, eine Unmöglichkeit ist und bleibt, solange die Frau von der gesellschaftlichen produktiven Arbeit ausgeschlossen und auf die häusliche Privatarbeit beschränkt bleibt. Die Befreiung der Frau wird erst möglich, sobald diese auf großem gesellschaftlichem Maßstab an der Produktion sich beteiligen kann und die häusliche Arbeit sie nur noch in unbedeutendem Maß in Anspruch nimmt. Und dies ist erst möglich geworden durch die moderne große Industrie, die nicht nur Frauenarbeit auf großer Stufenleiter zulässt, sondern förmlich nach ihr verlangt und die auch die private Hausarbeit mehr und mehr in eine öffentliche Industrie aufzulösen strebt. Und dieser letzte Punkt, den Engels hier nennt, die private Hausarbeit zur öffentlichen Industrie zu machen, das ist der grundlegende Schlüssel zur Auflösung der bürgerlichen Familie und der Familie als wirtschaftliche Einheit. Weil man kann die Familie nicht einfach abschaffen, man muss sie durch etwas ersetzen. Irgendwo muss die ganze Arbeit, die derzeit innerhalb der Familie organisiert wird, verrichtet werden. Und es stimmt, dass der Kapitalismus bisher eine ganze Reihe von öffentlichen Dienstleistungen wie Kindergärten, einem öffentlichen Gesundheitssystem und so weiter geschaffen hat. Aber diese Fortschritte sind im Kapitalismus immer notwendigerweise begrenzt. Sie sind dann nützlich, wenn der Kapitalismus Frauen als Arbeiterinnen benötigt oder wenn die Arbeiterklasse tatsächlich für solche Reformen gekämpft hat. In der Krise des Kapitalismus werden diese Fortschritte dann aber immer wieder zurückgedrängt. Und das erleben wir derzeit gerade live mit. Eine grundlegende Maßnahme, die wir Kommunisten und Kommunistinnen fordern, ist zuallererst einmal die radikale Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich für alle Menschen. Nur kann dieses ganze Gerede von Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer überhaupt Realität werden. Außerdem braucht es substanzielle Lohnerhöhungen für diese sogenannten Frauenberufe, damit Frauen unabhängig von ihren Partnern ein würdiges Leben führen können. Und eine zentrale Forderung der Kommunistinnen und Kommunisten ist eben die Überführung der Reproduktionsarbeit in die öffentliche Industrie. Es braucht öffentliche und kostenlose Kinderbetreuung in allen größeren Betrieben und in Nachbarschaften, qualitativ hochwertige Kantinen und auch öffentliche Pflege- und Altenheime, die nicht wie heute die finanziell ausgehungerten Abstellgleise für Angehörige sind, sondern ein würdiges und schönes Altern ermöglichen. Dazu gehört auch eine vollständige Ausfinanzierung des Gesundheitssystems mit guten Arbeitszeiten und guten Arbeitsbedingungen. Und das sind alles Forderungen, die den Kapitalisten im Gesamten zu teuer und unprofitabel sind und die gegen ihren Willen und gegen ihre Profitinteressen erkämpft werden müssen. Und man muss auch sagen, vollständig wird dieses Programm erst mit der Überwindung des Kapitalismus im Sozialismus erfüllt werden können. Und genau deshalb ist der Kampf zur Frauenbefreiung notwendigerweise der Klassenkampf gegen den Kapitalismus. Und für diesen Kampf brauchen wir alle Schichten der Arbeiterklasse. Frauen, Männer, egal welche Identität, welche Hautfarbe oder welche Herkunft sie haben. Und deshalb argumentieren wir auch, dass alle Ideen, die diesen gemeinsamen Kampf der Arbeiterklasse schwächen, daher direkt schädlich für die Befreiung der mehrfach Unterdrückten in unserer Gesellschaft sind. Dazu gehören auch die verschiedenen Spielarten des Feminismus und der sonstigen Identitätspolitik. Als Marxisten und Marxistinnen kämpfen wir für Frauenbefreiung, aber wir sind keine Feministinnen. Der Feminismus, mal stärker, mal verdeckter, geht nämlich davon aus, dass der Kampf in der Gesellschaft nicht primär und grundlegend zwischen Klassen verläuft, sondern ein Kampf der Frauen gegen die Männer ist. Das sieht man in der Praxis, wenn beispielsweise, so wie beim diesjährigen 8. März, Männer von Demonstrationen in Zürich und Basel weggeschickt wurden. Auch in Wien gab es eine kleinere Demonstration, wo Männer nicht zugelassen worden sind. Und man hat es auch in Mexiko gesehen, als Angehörige und Freunde von Frauen, die der Gewalt zum Opfer gefallen sind, im letzten Herbst aus Protest das Gebäude der Menschenrechtskommission besetzt haben.
Da hat sich dann so dieser feministische Black Bloc in die Besetzung eingemischt und hat dann durchgesetzt, dass nur Frauen, und zwar nur Cis-Frauen, also keine Transfrauen und so weiter, an der Besetzung teilnehmen dürfen. Die Führung von Mio und Amenos brach mit dieser Organisation der Angehörigen. Letztere zog sich daraufhin zurück. Und isoliert waren diese Besetzerinnen dann offen für den Einfluss von rechten Sektoren. Zum Beispiel haben sie viel Geld von der Cherie Blair Foundation genommen, die wiederum ihr Geld maßgeblich von der US Agency for International Development bekommt. Das ist eine Institution, die eine imperialistische Agenda verfolgt und weltweit Regierungen, die den US-Interessen widersprechen, destabilisiert. So wird also in der Praxis der gemeinsame Kampf durchbrochen und die bürgerlichen Einflüsse können diese Bewegung übernehmen und kapern. Das heißt, Identitätspolitik, die rein auf die Repräsentation von Identitäten setzt und die gegeneinander ausspielt, wirkt hier direkt spalterisch. Man wirft sich dann gegenseitig vor, diese oder jene Stimme nicht zu hören, anstatt den gemeinsamen Kampf zu organisieren. Das Kabinett von Joe Biden in den USA ist das beste Beispiel dafür. Auch hierzu haben wir morgen einen Workshop zu USA und Identitätspolitik. Aber kurz gesagt, Biden streut allen, die Hoffnungen in einen Zeitenwechsel nach Trump haben, Sand in die Augen, indem er LGBT-Personen, People of Color und so weiter in wichtige Ämter bestellt hat. Diese Repräsentationspolitik verschleiert dabei aber nur, dass er eine reaktionäre Politik für die Herrschenden betreibt. Die Biden-Regierung hat vor kurzem den ersten Bombenangriff in Syrien durchgeführt. Das ist die direkte Fortsetzung der imperialistischen Kriegspolitik von Trump, die sich einen progressiven Schleier gibt. Die Identitätspolitik sagt, dass die Trennung in der Gesellschaft zwischen Geschlecht, sexueller Orientierung, Identität, Herkunft oder Hautfarbe liegt. Aber obwohl es stimmt, dass viele Menschen von doppelter und mehrfacher Unterdrückung betroffen sind, haben die Arbeiter und Arbeiterinnen, egal welche Identität, in Wirklichkeit keine sich widersprechenden Interessen. Die Herrschenden versuchen uns gegeneinander auszuspielen und betonen die Unterschiede zwischen uns, weil sie nicht wollen, dass wir gegen den wirklichen Grund für Ausbeutung und Unterdrückung kämpfen. Gegen den Kapitalismus, der nur auf Profite aus ist und uns Arbeiterinnen und Arbeiter ausbeutet. Nach der Logik der Identitätspolitik dürfen Männer nicht für Frauenbefreiung kämpfen. Nach dieser Logik darf ich als Frau nicht gegen die Diskriminierung von LGBT-Personen kämpfen oder gegen Rassismus. Im Gegenteil wird es so dargestellt, als wäre ich mit Schuld an dieser Unterdrückung, weil ich Privilegien habe. Diese Logik spaltet uns und schwächt den gemeinsamen Kampf, weil nur gemeinsam sind wir stark genug, um den Kapitalismus zu stützen. Der Sozialismus wird die Grundlage dafür schaffen, dass alle Formen der Unterdrückung des Menschen durch den Menschen aus dem Müllhaufen der Geschichte befördert werden. Und das wird, um es mit Engels zu sagen, der Eintritt des Menschen vom Reich der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit sein. Und genau dafür kämpfen wir als Marxistinnen und Marxisten. Und ich möchte alle, die heute hier sind und diesen Kampf mit uns führen wollen, einladen, bei uns aktiv zu werden. Hoch die internationale Solidarität und lang lebe die Revolution. Danke.